Gute zusammen. Schön, dass wir alle wieder hier sind. Grüße aus dem Studio 11. Hier ist der Bruchweg-Bericht vor dem Spiel bei Union Berlin. Ja, turbulente Tage dieser Tage rund um unseren Verein. Deswegen auch eine volle Sendung mit Riedle, mit Jan Moritz, mit Jan Sievert und natürlich auch dem kommenden Gegner. Mats ab. Die alte Försterei in komplett vollem Zustand ist schon was Besonderes. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Fußball-emotionale Atmosphäre auf der alten Försterei. Ich glaube aber, dass unsere Spieler alle in der Lage sind, mit Emotionalität von außen auch klarzukommen. Wir werden uns fußballerisch auf das Spiel vorbereiten, um die richtigen Lösungen zu haben, um dann, was ich am Dienstag auch gesagt habe, um mit den richtigen fußballerischen Lösungen es zu schaffen, alles auf den Platz zu geben und mit Leidenschaft und Hingabe alles rauszuhauen, was wir haben. Für uns ist es jetzt einfach wichtiger, als Mannschaft ein Zeichen zu setzen. Ich glaube, es waren turbulente Wochen für den ganzen Verein. Und ja, jetzt heißt es einfach mit einem Dreier einfach da mal ein bisschen Ruhe reinzubringen und das ist unser Ziel. Das ist eine energische Mannschaft, die stark verteidigt und auch aggressiv ist. Da heißt es, gegen anzukämpfen. Wir versuchen da natürlich sowohl spielerisch als auch kämpferisch dagegen zu halten und so einfach erfolgreich zu sein. Und habt ihr ihn erkannt, den Torschützen beim letzten Aufeinandertreffen? Na klar habt ihr, Riedle Baku war's. Es war allerdings auch sein letztes Spiel gegen Union für unsere Farben. Riedle ist bekanntlich nach Wolfsburg gewechselt. Und dass das kein Allerweltswechsel weder für ihn noch für uns ist, ist auch klar. In Mainz geboren und aufgewachsen, zur Schule gegangen und seit 2007 bei Mainz 05 auch alle Jugendmannschaften und Jugendnationalmannschaften durchlaufen, bis hin zum Bundesliga-Profi. Unvergessen seine Berufung zum ersten Spiel, als er vom Autobahnrastplatz aufgesammelt werden musste. Komplettes Gefühlschaos. Klar, sind wir als 05er traurig, dass er wechselt, aber auch unheimlich stolz, dass einer von uns den nächsten großen Schritt geht. Alles Gute, Riedle! Apropos Wechsel, auch Union hat ja kräftig auf dem Transfermarkt mitgemischt, jüngst noch einen Keeper verpflichtet, der Berlin auf alle Fälle ein Stück schöner macht, das ist klar. Und ein guter alter Bekannter ist er obendrein auch noch. Ja, natürlich, ich habe ihn auch schon eine lange Zeit nicht mehr gesehen. Loris ist ein super Typ und freut mich natürlich, dass er wieder in der Bundesliga ist. Alter Bekannter, ich bin mal gespannt, ob er jetzt schon gegen uns spielt, aber ja, man freut sich natürlich, dass man jetzt wieder Duelle hat. Loris zurück in der Bundesliga. Schön, dass du wieder da bist. So, jetzt aber zum anderen großen Thema in dieser Woche, zu Jan-Moritz Lichte, unserem neuen Cheftrainer. Eben noch Co. und ab jetzt also hauptverantwortlich für unsere Mannschaft. Grund genug, ihn mal ein bisschen besser vorzustellen. Mein Kollege Jörn Schweichler hat Eindrücke aus der ersten Trainingswoche gesammelt. Ich möchte Sie alle so nehmen, wie Sie sind. Und das habe ich Ihnen heute Morgen auch gesagt. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie alle mit Ihren positiven und auch negativen Charaktereigenschaften, wie wir sie alle haben, in der Kabine sind, auf dem Platz sind und das Beste, was sie für die Mannschaft haben, reinschmeißen. Das ist für mich der Ausgangspunkt. Ich glaube, Einzelgespräche gehören zum täglichen Trainerdasein dazu. Natürlich werden wir versuchen, die Mannschaft aufzustellen, von der wir ausgehen, dass sie die Aufgabe löst. Du brauchst ein taktisches Konzept, in dem du alles geben kannst. Ja, wenn du immer einen Tick zu spät kommst, dann kannst du 300 Sprints gemacht haben und 120 Kilometer gelaufen sein. Und du hast prinzipiell physisch alles gegeben. Aber wenn es in dem taktischen Bereich in dem Fall nicht funktioniert hat, dann kann das so aussehen, trotz der Leistungen, dass du nicht alles gegeben hast. Und deshalb, glaube ich, brauchen wir auf jeden Fall beides, um das eine leben zu können. Leidenschaft, Hingabe, 100% auf dem Platz zu lassen für diesen Verein, für die Mitglieder und für die Fans. Ich habe mit tollen Cheftrainern zusammengearbeitet, von denen ich glaube, ich viel gelernt habe. Jetzt ergibt sich eine andere Situation. Jetzt ist einfach die Situation da, dass ein Verein aktiv mich fragt, ob ich mir das als Cheftrainer vorstellen kann. Und ich kann mir das als Cheftrainer vorstellen. Ich hoffe, dass alle meine ehemaligen Cheftrainer sagen, er hat seine Rolle in unseren Augen bestmöglich ausgefüllt, als ich noch Co-Trainer war. Und jetzt werde ich hoffen, dass Spieler, dass Sportvorstände und verantwortliche Personen sagen, wenn sie mich jetzt als Cheftrainer arbeiten sehen, er hat die Rolle
bestmöglich ausgefüllt. Er hat sie so ausgefüllt, wie wir uns das vorstellen. Und mehr als bestmöglich von dem, was ich als Anspruch für mich habe, kann ich eh nicht. Ein extrem interessanter Trainer, wie ich finde, passt sehr gut zu Mainz 05. Genau das Gleiche kann man übrigens auch über Jan Sievert sagen. Über wen? Jan Sievert, unser neuer Junioren-Cheftrainer im NLZ, seit Juli im Amt. Und auch ihn wollen wir ein bisschen besser kennenlernen. Jasmin Agard und Bastian Bernsmeier haben deswegen mit ihm gesprochen. Die Jungs sind bodenständig, die sind willig, die sind gierig auf das, was kommt und zeigen das mit voller Inbrunst, haben auch keine Angst, verstecken sich nicht. Und ich glaube, das sind Attribute, die uns in Mainz 05 helfen. Und ich hoffe, dass wir weiter einfach die Profimannschaft dadurch unterstützen können. Es geht bei uns darum, geradlinig zum Torerfolg zu kommen. Es geht darum, aber auch neben dem Fußballplatz geradlinig zu sein. Seine Schule im Griff zu haben, das Umfeld so zu koordinieren, dass alles auf den Fußball abgestimmt ist. Und da geben unsere Spieler, glaube ich, das letzte Hemd für. Ja, nachträglich also auch nochmal von uns herzlich willkommen in Mainz. Lieber Jan, den ganzen Beitrag findet ihr übrigens genau hier. Und wir bleiben am Nachwuchs, schauen noch auf ein paar Ergebnisse und Termine. Die U23 beendet ihre Niederlagenserie in der Regionalliga und holt ein 1:1 Unentschieden gegen eins der Top-Teams, den SSV Ulm, Platz 13 nach 6 Spieltagen. Die U19 hat im Südwestpokal die TSG Bretzenheim mit 16:0 geschlagen und will auch im DFB-Pokal am Sonntag in Koblenz weiterkommen. Alle restlichen Termine findet ihr hier in der Übersicht. So, und da bleibt mir nur noch der Hinweis, klar, dass 05 FM auch das Spiel bei Union live überträgt und in voller Länge, Anstoß 20.30 Uhr, deswegen beginnt die Sendung wie immer eine Viertelstunde vorher, kurz rechnen, 20.15 Uhr, ganz genau. Spätestens da hören wir uns also wieder. Bis dahin, macht's gut, wir machen's natürlich auch. So.